Moinsen. Moin. So. Kleine Runde heute. Wir spielen. Hasbro. Wir spielen. Marmelade. Nein, Quatsch. Wir spielen hier Dingens. Den da. Spiel des Lebens! Und wir spielen Spiel des Lebens natürlich nicht alleine. Jetzt müssen wir ganz kurz hier was einstellen. Kleiner Anblick. Ich brauch den da. Und ich brauch den da. Und ich sag hier einfach mal den da. Jetzt sollte das eigentlich passen. Jo. So. Cool. Krabbenoutfit, beste. Ich muss jetzt wahrscheinlich hier drauf. Online mit Freunden. Oder der da? Ich glaube der da. So, ich will ein Spiel beitreten. Ich brauche den Lobbycode. Kleinen Augenblick. So, dann gehen wir mal hier rein und sagen den Mädels mal Hallo. Und hier. Hi. Bin da. Mipi, Charlie ist kurz das Paket annehmen. Sag mal, ich brauche so einen Lobbycode. Kann das sein oder kann ich einfach so beitreten? Es ist eine gute Frage. Charlie hätte mich jetzt gerade eingeladen. Drüber hat sie mich nicht eingeladen, ist ja klar. Das ich denke ist mal, das schon wieder das hier. Wird dann kommen, wenn sie zurückkehrt. Warte mal, vielleicht kann ich nicht einfach beitreten? Das müsste auch gehen. Ich kann dich auch einfach einladen, das müsste auch gehen. Ja, dann lad mich halt auch ein, Mensch, du. Du bist gar nicht online, ich kann dich gar nicht einladen. Hä? Du bist auf Steam bei mir nicht online. Hä? Warte mal. Kann ich nur zum Spiel einladen. So. Du bist bei mir gar nicht online, du warst das letzte Mal vor 39 Minuten online. Vor 39 Stunden war ich ja gar nicht online, oder? Doch, wahrscheinlich über Handy. Ich zählt auch jetzt online. Ach so? Ja. Ach so? Aber wieso geht das hier? Hä? Ihr kackt es gerade. Ich dich aber einladen. Aber ich sehe nichts. Ja, du, dann mach die Augen auf. Ja, mal. Es sind Freunde online, sagt er mir. Cool, aber welche Freunde denn? Niemand. Alles sind offline. Du hast keine Freunde. Da steht nur, es sind Freunde online. Was ist das? Was ist das für Kack? Meine Ketten sind da. Bei mir steht drin, du spielst Plug Inc. Evolve. Schon ewig nicht mehr. Okay. Hängt total bei dir, würde ich sagen. Ja, ist gut, ne? Ja, ist richtig spaßig. Oh, das T-Shirt von meinem Onkel sieht so genial aus. Vielleicht sollte ich Steam nochmal neu starten. Das wäre eine Option. Alter. Jenny. Ja. Einfach so ein Captain Kirk. Der sich einfach ein Faceplan gibt. Ich finde das super. Das ist verkackt. Aber somit ist sein Geburtstagsgeschenk halt auch vollständig. Ja. Ich glaube, mein Onkel wird sich beschweren und sagen, so blöd, ich passe da gar nicht rein. Weil man hört von ihm nichts anderes mehr, als er hat zugenommen. Das ist immer gut.
Ja, er hat, muss wegen seinem Hirntumor muss er Tabletten schlucken. Und deswegen. Als Nebenwirkung wahrscheinlich dann, ne? Ja. Problem ist, wenn man halt schon übergewichtig ist und eigentlich die ganze Zeit dabei ist abzunehmen. Kontraproduktiv. Oh, Jenny, meine Ketten sind da. Ich schick dir gleich ein Foto auf Discord. Tu das. Sie sind traumhaft. Ja. So, dann starten wir Steam nochmal neu. Oh Mann, ey. Fängt ja Jod an hier. Ja, aber jetzt scheitert's an dir, sag ich dir. Nee. Doch. Nee. Doch. Stimmt gar nicht. Sag nicht sowas. Doch. Ich schick ihn einfach meinen Discord in allgemein rein, ne? Du, das kannst du tun. Ach, jetzt guck mal, jetzt sagt er, du spielst auch Dingens. Okay. Krass, ne? Jetzt sind wir ja schon mal ein Stück näher und die Freundesliste geht auch wieder auf. Jetzt habe ich auch zwei Einladungen von dir hier stehen. Ja, aber nur die zweite ist wichtig. Warte. Weil das eine ist zum Zusehen und du willst ja mitspielen. Richtig. Sinnlos. So. Was? Ja, ja, okay, mach einfach. Start doch einfach das Spiel, was willst du zu mir? Oh, die sind schön, die Ketten. Oder? Die waren gerade auf EMP runtergesetzt. Das war das Einzige, was ich auf EMP gegönnt habe. Mhm. Boah, EMP, ey. Ist auch schon Ewigkeiten. Ja, aber ist cool. Cooler Shit. Genauso wie Elbenwald. So, ich trete einem Spiel bei. Wer weiß welchem. Ach, da, guck mal. Warum bin ich denn so eine komische Krabbe? Was ist denn das? Kannst du doch noch ändern. Warum? Das ist doch so ein netter Stift. Ach, da. Okay, ich möchte gerne so aussehen. Ja, mal ein fettes Smart, ey. Denn ich finde, dein Charakter passt schon so voll fett zu dir. Sind allem die Regeln von Spiel des Lebens klar? Man dreht ein Rad und dann passieren Dinge. Und so, das Spiel sagt ja auch immer, was passiert. Muss ich jetzt sagen, fertig oder was? Ja. Okay. Und erst wenn wir alle drei fertig gedrückt haben, beginnt auch das Spiel. Ja, ja, das kenne ich ja schon. Bei mir sieht es aber anders aus, das ist das Coole. Weil ich habe ein DLC für das Spiel. Ich habe vorhin auch zufällig gefragt, ob ihr eventuell DLCs habt, aber das Basisspiel reicht ja auch, oder? Ja. Weil wenn ich ein DLC habe und das benutze, interessiert es euch gar nicht. Ihr seht nur, dass ich einen anderen Skin benutze. Ja, du hast wahrscheinlich Eiskönig und so einen Scheiß, oder? Ich habe einfach nur Rittertum oder sowas. Ich habe einen Drachen über meiner Map. Ich will sowas auch haben. Toll. Achso, ich bin dran, das? Ach ne, ich bin nicht dran. Warte auf Jenny. Kruzifuchs. Was für ein Fuchs? Kruzifuchs. Weil sie doch in Phasmo legt sie die Kruzifixe ganz einfach. Sie ist Kruzifuchs. Aber da steht Kruxi. Nicht Kruzi. Das ist ein schon, wie Kruzi geschrieben wird. Ja, aber nicht mit X. Das ist aber viel witziger. Ach so. Neue Rechtschreibung. Ich bin schon alt, ich merke das. Das ist okay. Das Spiel ist sehr laut, kann das sein? Ja, du solltest es vielleicht leiser stellen. Alter. Also aus. Das ist die einzige Option, die du hast. Ach so. Ich merke. Oh, ist ja ekelhaft. Das Spiel betäubt euch. Boah. So, weiter. Warte mal. Jetzt, dann kann ich ja theoretisch. Kann ich doch eigentlich Musik laufen lassen. Wo ist jetzt meine Musik? Da. Ah, Jenny wählt einen aus. Ja, Jenny, dann. Ich wähle einen aus. Scheiß auf die Dings hier, Soundeffekte. So. Bisschen lauter. Ich bin auch irgendwann soweit. Du bist jetzt gleich dran. Ja, ich bin ja gleich soweit. Mensch, ist ja gut. Warte. Ja, hast gewonnen. Ich dachte immer, man kriegt dann mal eine Bank von. Nimm ich den da? Powerpuff Girls. Oh, Harry Potter T-Shirts. Nehmen wir den einfach. So.
Okay, so, aber was? Ziel des Spiels. Du musst jetzt auswählen, ob du studieren möchtest, dann kannst du einen besseren Beruf am Ende machen oder ob du normalen Beruf willst. Ja, das Spiel kenne ich doch. Also das ist ja das gleiche Spielprinzip wahrscheinlich wie das Oldschool-Brettspiel, oder? Ja. Wow. Übertreib nicht gleich, es muss aber glitzern, du musst nochmal drehen. Ach so. Jetzt erst hat's gezählt. Ah, okay. War jetzt aber nicht besonders viel weiter, ne? Oh, macht ja nichts, reicht doch. Diese Bonusdinger, die ihr da unten kriegt. Ja. Die dienen am Ende auch zur Unterstützung. Pro Herz zum Beispiel kriegst du, ich glaube, 25 Münzen am Ende mehr. Und wenn du die meisten Herzen hast, hast du auch eine Krone, so wie jetzt den Punktebonus. Dafür kriegst du, glaube ich, nochmal 400. Okay. Aber die können wir uns jederzeit immer wieder klauen. Ja, okay. Ich bin eher arm. So ein typischer Student, weißt du? Kein Geld auf der Tasche, du typischer Student. Du wolltest ja auch unbedingt Sushi essen gehen. Ja, Sushi muss sein. Ich bleib ein bisschen länger hier. Hast ja weit gebracht im Leben. Oh, sieh dir einen Game-Stream an. Ja, mach mal. Tue ich doch schon, ich kann jetzt auch was anderes lernen. Ich nehme sie. Ich glaube, ich kaufe Dominik zu seinem Geburtstag einfach nur ein T-Shirt von Yoda mit Kopfhörern um die Ohren. Was? 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 Was hast du für Gedankengänge? Ich habe keine Gedankengänge, die mit dem Spiel gerade zu tun haben. Ne, ich merke das schon, du bist ganz woanders. Ich bin immer woanders. Oh, es gibt ein T-Shirt, da steht drauf Böses Hasi. Ja. Ah, ich bin ja gar nicht dran, ich wollte schon auf Bleib Single drücken. Aus Gründen. Das lässt deine Frau mal nicht hören. Ja, besser als heiraten. Seid ihr nicht verheiratet? Nein. Dann kannst du ja jederzeit noch flüchten. Ich hatte das Thema schon. Ehrlich? Ja. Ja, hör mal, ich bin alt. Ich ja, aber das... will sie heiraten oder willst du heiraten? Oder will gar keiner von euch heiraten? Nein, ich war schon. Ach, du warst schon? Ich war schon. Also ich bin erst seit einem Jahr wieder Junggeselle, theoretisch. Ach, sie ist eine neue Freundin. Nein, es ist gleich die du immer kanntest, aber wir waren nie verheiratet. Ja, aber das heißt ja, du warst ja bis vor einem Jahr verheiratet. Ich war davor mal verheiratet, ja. Euer Sohn ist älter. Was? Wie alt ist dein Sohn? 2. Ja. Ja. Das heißt, du warst noch verheiratet mit einer anderen Frau, während du das Kind hattest. Ja klar. Macht ja nichts. Bin ja auch schon seit 5 Jahren mit der Frau nicht mehr zusammen. Nee, So, warte mal, was sind das jetzt? Alle Spieler drehen. E-Sports Event, Bowling Duell. Danny muss eh auswählen. Ach so, ich bin immer noch nicht dran. Ich check's immer noch, ich denke mal, ich bin dran, Mensch. Du bist grün, jetzt entspann dich mal. Oh, wo ist denn hier was? Wo ist denn eine Farbe? Was für eine Farbe denn? Wo ist denn jetzt hier grün? Jetzt bist du dran. Alles ist jetzt grün. Wieso habe ich denn minus 40k? Ich hatte eben noch 0. Ja. Toll. Wahrscheinlich bist du irgendwo drauf gekommen. Ich habe doch erst einmal gezogen und war essen. Für 100.000 Mal. Das halbe Meer weggefressen, ey. Jetzt kriegst du ja wieder Geld. Echt? Warum? Ja. Weil du gewonnen hast. Ach so. Ich muss aufpassen bei dem Spiel, kann das sein? Es wäre gut, um das Spielgeschehen zu verstehen, aber... Ey! Jetzt sitzt du dran. Oh Mann, ey. Ja, Kack 4. Na gut, bringt ja eh nichts. Jenny, es gibt bei EMP aktuell ein T-Shirt, da ist ein Drache drauf. Der hat in ein Einhorn gebissen und stellt dann die Frage, wie? Das letzte? So, es gibt 3 Bildungsstufen. Okay.
Ich würde Filmdirektor nehmen. Warum? Weil du weniger Steuern zahlst. Und glaub mir, du kommst oft genug aus Steuernfeldern, wenn du Pech hast. Aber das andere ist cooler. Ja, das ist cooler, aber... Such dir aus. Ich hab nur zwei Möglichkeiten, oder was? Ja, du kannst das im Spielverlauf noch ändern, aber... Ja, dann, wenn ich das noch ändern kann, dann... Ja, aber nur wenn du auf dem Feld kommst. Wieso muss ich jetzt wieder ziehen? Okay. Du kannst nämlich noch ein zweites Studium machen. Echt? Ja, da kannst du noch einen besseren Beruf lernen. Ja, Bombe. Ja, hallo, super. Beste, höchste Punktzahl. Ey, verkackte 2. Gibt's doch gar nicht. Jenny, du hast gute Chance. Mhm. Yes! Ich krieg wieder 80. Voll der Bonze, ey. Guck mal, er hat schon fast 600k. Was ist mit dir los? Sie hat nicht studiert. Sie ist doch schon viel weiter gelaufen als wir und ist dementsprechend schon über Echt? Tage gekommen. Ja, jetzt ist das schon wieder. Jenny rennt ein bisschen. Scheiß Spiel. Ne, Jenny. Habe ich eigentlich erzählt, dass ich ein schlechter Verlierer bin? Okay. Das glaube ich dir. Guck mal, sie kann Geige. Was ist das? Harfe? Geige? Egal. Da steht Bade. Ja, was weiß ich, was er spielen kann. So ein Kackinstrument. Oder Schmied. Jawohl. Guck mal, die Steuern an. Die Steuern sind gut. Beste. Ich hätte eigentlich lieber die 5 als die Glückszahl. Oh. Aber hey. Also hast du nicht studiert? Du hast studiert und bist Schmied. Echt? Ja. Voll smart, oder? Also du musst um... Okay. Ich krieg andere Berufe wie ihr. Ach so. Hm. Muss mehr studieren, so einen Hammer zu schwingen, gell? Eben. Kennst du das nicht? Du als Wikinger. Was? Du hast gerade erst mal zugestimmt. Was? Oh mein Gott, das T-Shirt wäre für Sven, für den Bruder von meinem Freund gut. Da steht drauf, alles unter 500 Gramm ist Aufschnitt. Jenny ist schon bei Familie. What the fuck? Da ist das oh Gott, natürlich Familie genommen, natürlich. Sie kann eine Katze und einen Hund haben. Als Familie. Aber sie kann es sich leider nicht aussuchen. Wieso habe ich denn jetzt Geld bekommen? Weil ich auf dein Feld gekommen bin. Hä? Sie hat deine Glückszahl gedreht. Ja. Ach so? Oh mein Gott. Bist du geistig anwesend, lieber Herr? Ich glaube nicht. Nee. Das geht alles viel zu schnell hier, hallo. Klaus ihm. Nimm sie, Jenny. Klaus ihm. Was denn? Was denn? Was? Du hast nicht mehr Punktebonus für das Herzchen. Ach so. Ach, scheiß auf die Herze da. Ich will Sparschwein haben. Welches Sparschwein? Was passiert, wenn ich selbst auf mein eigenes Feld draufkomme? Krieg ich dann mehr Bonus? Dieses Ja, Mädchen. Dann kriegst du Geld. Okay. Lerne Gitarre zu spielen. Wow. Nee, gib mir Kohle. Guck, wieder der Krönchen. Siehst du? Läuft. So muss das. Mhm. Er kriegt eine Menge Geld in den Arsch geschoben. Oh, ich finde das okay. Ich nicht. Oh, Zahl. Oh Gott, was ist denn das jetzt? Ich kann meinen Job ändern. Ach so? Aber ich kann auch einfach besser verdienen. Was? Nix, okay.
Okay, ich brauche eine andere Playlist, die macht mich ja komplett kaputt. Die macht deinen Höhlentomate ein. Ach du Scheiße, ey. Okay, warte mal. Jenny hat eine Katze. Jo. Ich hätte auch kein Kind gewählt. Was haben wir hier? Das ist bestimmt besser. So, oh, ich habe den neuen. Wow. Bringt mir viel. Stopp. Seht ihr meinen Mauszeiger? Nee, ne? Nein. Okay. Aber ich weiß, dass du Bleib Single gewählt hast. Das sind alles Erfahrungswerte. Was? Im wohltätigen Verein? Warum? Ach Mann. 3 von 3 Herzen geschafft. Okay, was bringt uns jetzt? Du kannst im Spiel noch Sachen freischalten. Ah, okay. Andere Charakter und sowas. Autos, Puzzle halt und so. Wer ist denn da noch Single? Es gibt immer die Option, dass man nochmal heiraten kann. Ja, okay. Ja. Später im Altersheim. Kein Problem. Guck mal hier. Die feine Dame, Surfunterricht. Natürlich. Mhm. Muss ja vor dir weg surfen. Oha. Wieder blechen. Das ist okay, du brichst damit. Das ist voll nett von dir. Uni-Abschluss machen. Ah, geht zum Flohmarkt. Wer will denn zum Flohmarkt? Also Flohmarkt. Was? Cat? Ja. Auf! Warum? Fang nicht wieder an. Roboter-Ingenieur. Das gibt's doch gar nicht. Ah, die Steuern laufen bei dir. Die Steuern sind echt gut. Shit. Achso, ich bin. Ja, ne? Läuft. Nur weil du da drauf kommst, heißt es nicht, dass ich da drauf komme. Das muss man hier mal ganz klar sagen. Oh Gott, ey. Benni, übertreib's doch nicht länger. Du hast ja schon einen Typ am Start im Auto. Wenn du einen Roller hast, hockt er da hinten drauf, oder was? Ja. Und die Kinder? Hat er im Arm? Nein, das, wenn du einen Roller hast, würde sich dein Roller dann umgestalten. Nee. Doch, das wird glaube ich ein Jeep. Nee. Doch. Allein deswegen nicht. Also hockt ja schon was hinten drin bei dir. Ja, eine Katze. Jetzt kriegst du noch einen Hund. Nee, ich kenne noch eine Katze. Gott. Danny, ich habe bei den ersten Mal nur Hunde bekommen. Gibt's doch gar nicht. Du brauchst bald Minivan. Wow. Naja, zumindest keine Steuern. Du kannst ja Investitionen machen, dass nochmal nette Steuern fällt. Mhm. Du musst danach nur eine 5 drehen. Ich muss Familie-Dings. Nee, da muss ich. Nee.
Warum kann man mir nur entscheiden zwischen Geld verdienen und Familie bekommen? Das hört sich mir so negativ an für die Familie. Ein zehntes Wort für eine 4. Ich muss nochmal drin. Achso. Na, knapp, aber ich krieg Geld, das ist okay. Kannst mit leben, ne? Ja. Was denn jetzt? Achso. Knapp an den Steuern vorbei. Egal, er kriegt Geld, ist auch okay. Eben, ich hab Geld von ihm bekommen. Ist auch gut. Kann ich super leben. Nach der Familie, hm? Hm? Oh, mach mal eine 5, das ist bestimmt gut. Schade. Andere Pläne. Haus. Ach was. Nee. Wieso hast du eine Hütte? Ich will auch eine Hütte. Ey. Ich flieg doch unter der Brücke wahrscheinlich hier, ne? Ja, typischer Videospielentwickler, ey. Irgend zum Kellerloch, hauptsache irgendwas programmieren. Du hast schon ein neues Auto bekommen, kann das sein? Ja. Ich hätte mein Smart. Tja, doch, Jenny. Doch bald ein Minivan. Ihr wollt mich doch verarschen. Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Der Zaubererturm, Jenny, der kann dir eine Menge Kohle einbringen. Da steht Luxuswohnung. Armer Nakonum. Ey, was ist das denn? Ich will auch sowas. Warum? Ja, aber bei mir ist es ein Zaubererturm. Bei mir hat Jenny sich ein Zaubererturm gekauft, okay? Ey, ich will auch sowas. Ja, dann würfel eine 2. Ja, ich krieg eine Hundehütte jetzt wahrscheinlich. Hättest du verdient. Was? Was denn jetzt? Ach, Don. Leben fortsetzen, Zahlungen, um deine Bildung zu steigern, du hältst einen besseren Job. Oh ja. Oh, wieder ein bisschen schön in der Schule chillen. Geil. Was? Was ist das? Was ist das denn? Ja, Windenergietechniker oder Astronom? Was machst du? Ey, das ist doch für ein Arsch. Ey, das ist doch für ein Arsch. Kann ich auf Astro TV arbeiten? Super. Da geht's um Sterne, du Nase. Nicht ja? Darum. Astro TV. Sag ich doch. Oh, der grobe Vasen. Achso, ich muss drehen. Sag das doch. Ich hab noch nicht mal ein Haus. Oh Mann, Akkordum, ey, ich renoviere irgendwas. Ich renoviere wahrscheinlich von euch das Haus oder so. Das finde ich gut. Das ist doch, ey. Voll die Verarschung. Das Spiel frustet. Bin dann jetzt kurz. Okay. Mhm. Ah, guck mal, ein bisschen was. Oh. Achso, du hast diese Zahl bekommen von mir, gell? Nee, du hast Zahlungen von, ja, also Geld von mir bekommen. Nummer sicher oder Risiko? Ich hab keinen. Ah, ich geh nur mal sicher. Warum? Du hast immer noch 20k, so scheißegal. Oder? Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man Minus mag. Achso. Schneckenfarm! Kannst du Minus machen, weil sonst müsstest du jetzt ein Haus verkaufen, wäre auch scheiße. Ja. Ja, das ist eine Schneckenfarm. Aber es scheint zu gehen, ne? Ja. Ah, musst einen Kredit aufnehmen, okay. Mhm. Egal, lass knacken. Wow. Achso, du kriegst gleich 2. Ja, okay. Hm.
Ups. Keine Steuern ist gut. So, und jetzt müssen wir warten, ne? Scheinbar. Okay. Ah ja, dann warten wir halt ganz kurz. Jetzt muss wieder unten rennen, oder was? Ja, eigentlich nicht. Sie hat Handwerker zu Hause. Liegt's daran? Ach, sie hat Handwerker daheim. Stimmt, da war irgendwas mit der Küche oder irgendwas, gell? Genau. Weswegen sie ja keinen Strom hat. Oder hatte, oder irgendwie sowas. Ja, hatte. Ach, guck mal. Tut sich was. Das war bestimmt der Handwerker. Geld. Ja, aha. Gibt schon voll den geilen Job jetzt, pass mal auf. Alchemist, Amanak, das gibt's doch nicht. Boah. Es ist doch echt. Boah, die hat schon 10 Bücher da oben gesammelt. Ja. Was? Aus Profi. Gibt's doch nicht. Wie viele Spielstunden hat die Cat da drin in dem Spiel? Wahrscheinlich schon 200 oder so. Boah. Ah, danke. Ja, ich darf wieder ein bisschen Geld verdienen. Boah, du musst deinen Kredit zurückzahlen, ne? Hm? Vielleicht auch nicht. Ach, verkaufst du? Echt? Ja. Oh. Ja, dann. Aktuell wäre gut. Mhm. Ja, obwohl, ist auch egal. Du hast ja trotzdem ein bisschen was bekommen, ne? Ja. Ja, geht doch. Dann hat sich ja gelohnt fast. Ja. Dann kannst du deine Kredite ablösen. Oder geht das nicht? Doch, ne? Musst du eigentlich gehen. Müsste eigentlich gehen. So, kriegst du deine Kohle wieder, bitteschön. Danke. Ja, so bin ich. Oh, hey! Hey, hey! Ich, natürlich. Achtung. Ja, toll. Ach, leck mich doch. Was ist das? Ja, dann gib mir das da halt. Das sieht wenigstens auch chillig aus. Egal, Geld geht. Mhm. Nee. 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 Guck mal, das war das. Ey. Ich hab ein anderes genommen. Nee, ich hab schon zwei. Boah. So ein Kackspiel, ey. Wer hat denn für mich studiert? Verdammt nochmal. Krass, ich bin Drachenzähmer. Ja, super. Ja, ja. Und jetzt habe ich auch noch eine Drachenhöhle. Hm. Was? Wieso kriegt man? Warum? Sie kriegt 250, weil sie jetzt erstes durchgekommen ist. Ach, ist schon fertig? Ja, sie kann jetzt, wenn sie weiter drehen für das Rad, kann sie uns noch diese Kronen abzwacken, aber da sollte man abwägen, wie realistisch das ist. Und bei der Pension kann sie drehen und kriegt immer $10 oder $100. Und die, okay, Wunschliste ist auch nur, wenn du die richtige Zahl drehst. Hm. Also wenn man so früh drin ist, sollte man vielleicht wirklich Geld nehmen. Hm. Weil dann geht es darum, was du drehst, ob schwarz oder rot. Hm. Aber immer müssen wir sie nicht mehr bezahlen, wenn wir. Ah ja, okay. Rad drehen. Ja, ne?
Ich nehme den da. So, und Risiko der Safety first. Ja, mein Glück. Keine Steuern zahlen? Ich bin schon sau oft auf Risiko gegangen. Mach ich nie wieder. Dummer Fehler. Echt? Dummer Fehler, ja. Für mich ja. Alle anderen überrennen das immer. Drehen eine 10 und sind auf der anderen Seite. Ich komme auf beide Steuernfelder. Jedes Mal. Haha. Okay. Und mit Drachenzähmer werde ich ganz sicher nicht auf beide Steuerfelder gehen. Okay. Oh, ich habe da, glaube ich, den gleichen Job im Endeffekt wie du, ne? Wir haben die gleichen Steuern. Ja, genau. Du bist halt Astronom, ich bin halt Drachenzähmer bei... Was waren das? 150, ne? Kann das sein? DSC. Ich weiß. 150 waren es, glaube ich, ne? Nee, ich krieg 200. Nein, Steuern, die wir zahlen müssen. Ach so, ja. Ja, was... Aber riskant ist halt immer dieses Glücksrad. Das ist halt cool, da kannst du noch ein Haus kaufen, da könntest du Kinder kriegen, da könntest du noch Familie gründen, da könntest du noch Geld gewinnen. Will ich aber nicht. Will keine Kinder und Familie. Ja, das ist halt... Egal, komm, scheiß drauf, was soll's. Ich wünsche dir eine 3. Siehst du überrennst es, ich sag es doch. Du gehst einfach direkt auf die andere Seite. Ach so? Ja. Ja, toll, ich wollte aber jetzt eigentlich so ein Glücksrad-Ding haben. Ja, Pech gehabt. Minigolf spielen. Schneckenfarm, okay, von mir aus. Eben. Komm noch aufs letzte Steuernfeld, das ist eigentlich auch Gesetz. Echt? Ja. Aber. Spiele Sudoku, oh, das ist aber toll, guck mal. Da krieg ich aber Geld. Was sind denn 20.000? Ist doch scheißegal. Ja, aber vielleicht krieg ich auch 80. Nee, du kriegst nur 20. Aus Prinzip kriegst du 20. Ja, krieg ich auch. Aber ist nicht so schlimm. Der Dings hat mir auch genauso viel gebracht. Nee. Das Krönchen oder Büchlein, was auch immer. Echt? Und so schnell zwackt ihr mir mein Büchlein nicht ab. Ja, Jenny auf keinen Fall mehr. Aber wir könnten Jenny theoretisch auch die Krone wegnehmen, oder? Jenny hat... Ja, könnte man. Hey. Jenny hat halt so viel Geld schon. Ja. Aber du hast auch ein Haus. Du verkaufst jetzt eh noch dein Haus. Ach, das muss ich verkaufen? Nee, ich will nicht verkaufen. Nö. Würden wir jetzt noch verkaufen? Och, das ist mein Haus. Können wir ein Haus jetzt... Wenn du ein Haus verkaufst, hättest du 6 Angebote geöffnet und aus. Ich wünsche dir die 900, aber ich hoffe, du kriegst sie nicht. Das ist nicht so, dann kannst du einen anderen Umschlag öffnen und vielleicht ein besseres Angebot zu halten. Ach so. Wenn du hast. Na dann. Ich darf bis zu 3 Umschläge öffnen. Nein, nur einen, weil du es am Ende verkaufst. Ich hatte voll gar keine Möglichkeit, die habe ich gar nicht gefragt, die Säcke. Na, du hast doch den Höchstpreis. Ja, ist doch okay. Nimm ich den. So, jetzt mache ich hier in alle Ruhestand sind. Okay. Nö, macht ja keinen Sinn. Was will ich mit der Wunschliste? Das bringt ja nichts. Okay. Erfolgreiches Leben gehabt, ey. Single. Keine Kinder drin. Ist ja hier Bombe. Bisschen Sterne gucken. Läuft. Kennt kaum die 1. Da geht noch was. Ihr dürft noch drehen. Du müsstest am meisten Kohle eigentlich haben, ne? Du hast 2 Häuser. Ja, aber ich muss ja auch Glück haben, dass ich was rauskrieg, weißt du? Naja. Ich kann auch Minus machen. Echt? Geht das auch? Ja. Okay. Kann mein Haus auch unter dem Verkaufspreis, also Kaufpreis verkaufen. Ach so. Na. Ah. Ah. Dreck.
Ich hab's doch gesagt. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Oh, Bombe. Ja, ich bin zum Glück nicht schadenfroh. Ach, und schön. Wenn einer von euch beiden gewinnt, sehen wir auch am Ende, wer zuerst. Also ihr seht das schon vorher. Okay. Weil ihr den Erfolg kriegt für den ersten Win. Ah, okay. Achso, ich sollte vielleicht drehen, gell? Nochmal kurz gemutet. Naja, so schlimm sieht's jetzt hier gar nicht aus. Jetzt macht es echt spannend, gell? Boah. Ah, ich müsste Brettspiel nehmen. Naja. Verdammt. Toll, eine 8, ey. Scheiße. Okay. Oh, 2000. Ja, noch mal ein bisschen Money. Na, Taschengeld. Na, auch Taschengeld. Verdammt. Jetzt aber, jetzt macht's eine 10, pass mal auf. Na, nee. Ah. Was hast du an Bonus bekommen? 250 waren das, glaube ich, ne? Weil du erster warst. Okay, also macht's 50 nur aus. Ja. Guck mal hier. Da, Höchstpreis. War Haus 1. Mhm. Und jetzt, pass auf. Ja, guck mal hier! Das gibt's doch nicht! Verdammte Axt! Boah, ey! Wieso hat die jetzt Wunschliste gemacht? Hä? Check ich nicht. Wahrscheinlich war sie das letztes noch einmal ein Punkt mehr. Okay. Boah! Was denn? Nix, alles gut! Mann! Das war Glück, würde ich behaupten. Sei ruhig. Verdammt nochmal! Ich hatte schon Angst, dass ich dich nicht mehr überhole. Mhm. Super. Toll. Freu ich mich ja. Na, Mann, da komm, ey, 65 Punkte, ey. Geht mir das auf den Sack grad! Scheißspiel! Mann! Ich bin gleich wieder da. Ja, ja. Okay. Das lässt mich doch allein hier mit dem Ärger, weißt du? Was ist denn das? Das gibt's doch nicht! 65 Punkte nur! Ach, Schalke, weg, du Kack, da weg, weiter weg. Hau ab. Hauptmenü. Nee, Hauptmenü? Hauptmenü, oder? Ja. Ich glaub ja. Boah! Ziehe 50 und 50. Ja, schön. Weg. Lass mich. Oh. Aha, irgendwelche Puzzlestücke. Wahrscheinlich tut man damit Sachen freischalten. Wahrscheinlich hat sie schon alles freigeschaltet. Ey. Season Pass. Mehr erfahren. Oh, wie mies, ey. Wie mies. Boah.
Was ein Dreck. So ein Dreck. Ja, schön. Wie viel haben wir jetzt? 25. 14:24. Ich geh mal aus dem Spiel mal raus. Weil noch eine Runde schaffen wir wahrscheinlich eh nicht, ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Einschätzen. Ich glaube nicht. Also ich sag mal, ich habe jetzt noch so grob 20 Minuten. Okay. Ich muss um 15 Uhr spät im Kindergarten sein. So, das ist ja die Frage, was machen wir jetzt in den 20 Minuten noch? Was gibt's denn hier noch so? Pummelparty dauert ja anscheinend zu lang. Kann man ja bis zu 20 Stunden spielen, habe ich ja jetzt erfahren. Oh Mann, ey, ich war eigentlich Erste. Boah. Da kamen sie nochmal aus dem letzten Platz geschossen, gehechtet. Hab ich voll gebumst, ey. Hi! Sei ruhig, geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich bin die Handwerker. Sind jetzt weg. Ah, okay. Und die haben jetzt auch Trinkgeld bekommen. Wie Trinkgeld? Für was? Dafür, dass sie meine Küche wieder zu deiner Küche gemacht haben. Na, ist ja ihr verkackter Job gewesen, oder? Ja, ist doch egal. Die armen Jungs bei dieser Küche, die ist 30 Jahre alt. Gönn ihnen, gell? Was ist los? Geld K und Geld muss weg. So, du hast gesagt, in einer halben Stunde musst du los? Ja, also so um 10:45 ungefähr muss ich los. Also eine Runde, denke ich, kriegen wir noch reingedrückt. Schaffen wir das noch? Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht, deswegen frage ich ja. Weiß ich nicht, was denkst du? Wann haben wir angefangen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab echt keine Ahnung, also. Ich weiß es wirklich nicht. Wir können auch nochmal. Noch mit... Wie ihr wollt. Sagt es mir, ich lade euch ein, wenn ihr wollt. Bei was? Wo? Was? Was? Was denn? Ja, wir könnten jetzt noch schnell eine Runde Phasma spielen oder wir spielen noch eine schnelle Runde. Ja, entscheidet ihr, ich muss es nur wissen. Mir ist wurscht. Leute. Ja, sagt doch, entscheid doch einfach. Oh. Entscheid, du sagst, was wir jetzt machen. Ja. Genau. Gut, dann spielen wir jetzt eine Runde Phasma. Änder dein scheiß Twitch-Dings um. Was heißt denn hier Scheiße? So scheiße ist auch nicht. Oh. Machen wir eine kleine Runde. Okay. Dann sollte ich vielleicht hier auch in Phasma rein, ne? Das wäre ein Anfang. Ich bin eine Runde zu dritt. So, dann machen wir hier den da. Und machen wir den da. Eine schnelle Runde. Ja. Muss ja beim Level standhalten. Was kommt da mit Level? Was? Ich will ja Level 2015 werden. Und dann nie wieder spielen. Doch. Und dann will ich ja Level 10.000 werden. Ja, falls du es gesehen hast, gell? Das ist schon heftig. Das ist okay. Mag heftige Sachen. Also mittlerweile ist er, glaube ich, bei 10.4 oder so bestimmt. Ich schicke ihn euch im Allgemeinen rein. Jo. Ja, warte mal, müssen sie eh hier raus muten, oder? Wahrscheinlich so. Und wir muten uns halt immer. Ja, ich bin jetzt schon mal gemutet. Ja, ich auch. Wenn ihr euch mutet, muss ich mich ja nicht muten. Ha, das ist der Witz an der Sache. Was? So. Ja, moin, Frau Hula Babe. Hula is back. Yeah. Was geht, was geht, was geht? Alles Klärchen bei dir? Guck. Achso, warte, ich muss noch eine Sache machen. Unbedingt muss ich die machen. Weil, aus Gründen, wie habe ich das gemacht? Da.
Ja, soweit hoffen wir dir auch. Ja, passt. Ich bin ja noch kindlos. Ich muss erst später den Kameraden holen. Von daher alles gut. Okay, bin da. Bin bereit. Weil jetzt habe ich wieder hier mein fettes Soundboard und ich muss das machen. Ich muss die einfach nerven jetzt. Ich habe eben so abgekackt bei Spiel des Lebens, ganz knapp. Das ist, fand ich nicht cool. Na, wo sind sie denn? Hallo? Hallo? Ich bin hier, wo seid ihr? Was gibt's Neues bei dir? Bist du gerade wieder im Mittagsschlaf frei? Ach, da ist er. Ja, Mensch. Haben Angst vor dir, ich glaube auch. Da seid ihr ja. Ich bin im Bus! Überall scheiße Kinder! Das ist mein Lieblingssound gewesen, ey. Was? Okay. Kamera, Box, den, ja. Bekommen um 3 Besuch. So sind die Kleinen hoffentlich etwas ab. Jawoll. Schön abgeschoben. Sehr gut. So muss das sein. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Okay. Ach, diese Scheißtür, die nach innen aufgeht, ey. Die Große hatte heute keinen Kindergarten wegen einem Planungstag. Dementsprechend ist sie ausgepowert. Nicht. Okay. Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen! Bist du hier? Yes, gibt's doch gar nicht. Natürlich wieder oben. Verkackter Geist. Bist du hier? Bist du hier? Hier? Wo bist du? Bist du hier? Das gibt's doch gar nicht. Die Sacknaht, ey. Bist du hier? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Bist du hier? Der ist hier nirgendwo. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Ja, natürlich. Ist ja nicht so, dass ich da unten schon war. Oh. Bist du hier? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Also keine Box. Im Flur? Echt? Warte mal, dann schiebt mal eine Kamera hin.
Vielleicht reicht die schon. Natürlich noch eine Kamera. So, ich brauche den da. Auf jeden Fall brauche ich den. Guck mal, die andere Kamera, die 5. Weil manchmal ist der Ob ja auch hier hinten irgendwo. Nee. Das ist doch wieder. Habt ihr einen Steppen hören irgendwo? Ja, am Flur. Okay. Keine Ops. Toll. Und Buch auch noch nicht, ne? Wenn ich es richtig sehe. Probier mal Box aus bei dir, Kat. Vielleicht geht's bei dir. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich, gib uns ein Zeichen. Du Schnagehals. Gib uns ein Zeichen. Schreib ins Buch, mach halt irgendwas. Kann der auch oben dann sein? Nee, ne? Oder doch? Gib uns ein Zeichen. Oh nee. Ja moin. Wo latscht denn der rum? Der ist sehr weit weg auf jeden Fall. Der kam gerade aus dem Keller. Ich wollte sagen, der war sehr weit weg auf jeden Fall. Zum Keller. Na toll. Gib uns ein Zeichen, wo bist du? Zeige dich. Zeige dich. Hier ist Steppte. Der steppt im Keller. Mhm. Ich würde sagen, wir haben ihn gefunden. Auf jeden Fall im Keller. Der hat unten die Tür auch angefasst. Und wir haben noch keinen Beweis, oder was? Oh, wie ekelhaft.
Und da die Tür bewegt und es gab keine Interaktion, das ist natürlich auch toll. Bob. Was ein Drecksack. Wo genau? Baum unten. In dem Lagerraum. Direkt an der Tür fast, wenn man reingeht. Ich guck nochmal auf Finger abdrücken. Also auf mich hat er jetzt nicht geantwortet. Oh, ich sollte eine Pille nehmen, vielleicht. Wir hatten schon eine. Ja, ich hab's bis oben gehört, wie ihr sie geführt habt. Ja, jo, dann. Ich war im Klo, war mir eh egal. Zu dem Zeitpunkt. So, Kamerad der Sonne. Du hast diese Tür angefasst, ich weiß es ganz genau. Ist aber nix. Schwierig. Okay, keine Fingerabdrücke auf jeden Fall. Bist du hier? Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Bist du hier? Mann! Fohle. Ja, hör auf zu steppen jetzt. Geh weg. Auch kein EMF, kein nix, ne? Ja. Boah, der macht's aber echt nicht einfach, der Vogel, gell? Ich höre den aber hier steppen, ne? Ja, ich würde auch keinen Shade ausschließen. Tja, nur wo hängt der jetzt rum? Wo ist der Vogel jetzt? Buch haben wir nix. Gar nix. Bis auf diesen verkackten Orb. Könnte schon ein Shade sein. Weil ansonsten macht er ja nichts. Er hat ein Buch geschrieben. Oh, er macht doch was. Wow. Shade wäre dann also noch. Dann Shade, Yuri, Handtuch EMF. Oder Joker. Und Shade wäre EMF. Puff. Puff. Sanity ist bei 27. Ja, könnte ein Shade sein, aber... In welches Buch hat denn der geschrieben? Das hintere was. Ach so. Ja. Der Orb auch gerade rumfliegt. Ich tendiere zum Sch. Könnte natürlich aber noch. Ja, gut, wir bräuchten halt EMF, ne? Aber ich hatte noch gar kein EMF. Was machen wir? Hallo? Also, ich würde es halt einfach mal. Was? Ausprobieren. Ah. Willst du raten oder was? Wir gehen einfach. Nee, wir gehen einfach wieder rein. Ja. Alle. Bei EMF liegen drinnen. Ja. Der ist eigentlich relativ aktiv gewesen. Der Mann. Ich immer noch im Shade aus.
Er hat dich alleine gehandelt. Noch ein Shader. Ja, toll. Okay. Jemand hat ein Fotoapparat? Hab ich. Er schmeißt Jobel Bilder noch im Wohnzimmer. Brauchen wir ein EMF-Gerät auch hier oben? Ja. Na dann auf. Ich hab die Räucherstäbchen, falls er uns handelt. Und dann gehen wir als erstes rein. Zeig dich. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Mein Kruzifix ist schon angekommen. Zeige dich. War schon fotografiert. Ja, aber ich will mal das EMF fotografieren, das geht auch. Wenn es ausschlägt. Uns Zeichen. Vier. So, nämlich. Dieses Lied, ey. Der ist doch schon wieder woanders. Kommt er jetzt? Ich vermisse dich, genau. Beste Lied, beste Lied. Aber bist du nicht unten gesprochen? Nee. Nee. Auf keinen Fall. Selbe Problem, das wir auch eigentlich hätten gestern gehabt. Schon vergessen, Jenny? Ja, ich will mal nicht das Problem haben. Was denn? Dass der Abwechsel ist, wo spawnt, oben oder unten. Bist du? Wo bist du? Jetzt. Er steppt hier oben im Wohnzimmer. Hier steppt er direkt hier. Das hier wird doch ja nicht. Weil wir alle Aufgaben haben, würde ich eigentlich raten, aber wir haben jetzt auch viele Geister zu auf. Ja. Boah. Scheißenarsch. Mistkacke. Aber ich muss langsam bald los, ne? Also viel können wir uns nicht mehr Zeit lassen. Dann vertraue ich dir. Aber das müsst ihr für euch. Nö, ich vertraue dir. Ich hatte jetzt in letzter Zeit öfters Unrecht. Egal. Dann kann ich es dir vorhalten. Kannst du nicht. Ich bin mir sicher, es ist immer. Okay. Gut. So. Ich muss Feierabend machen, weil ich muss Junior heute vom Kindergarten jetzt abholen. Aber vielleicht später nochmal. So ein Stündchen oder zwei. Je nachdem, wann der Kamerad meint, er müsste schlafen. Hast du ein Glück gehabt, du? Ja, hast du Glück gehabt. Okay, dann vielleicht bis später und so. Ciao. So. Und dann machen wir hier erstmal Feierabend. So, zack, aus diesem da. Die gute Frau Hula. Wie schaut's bei dir irgendwann mal aus mit oder heute Abend? Was machst du heute Abend? Bist du auch da am Start oder bist du verhindert? So. Ah ja, gut. Wir können ja alle schreiben. Ihr habt ja quasi mein Discord. Und dann, mach mal was aus. Alles klar. Bis dann. Ciao.